Kapitel 6. 1130 Stunden, 9. März 2525. Militärischer Kalender. Epsilon Iridiani System. Medizinische Einrichtung des Navy Geheimdienstes im Orbit um Reach. Ich will, dass diese Übertragung jetzt dekodiert wird, blaffte Dr. Halsey Deja an. Das Kodierungsschema ist äußerst kompliziert, antwortete Deja mit leichter Irritation in ihrer normalerweise aalglatten Stimme. Ich weiß noch nicht einmal, warum Sie sich die Mühe machen. Er sollte außerhalb der Division Beta 5 über die Ressourcen verfügen, die nötig sind, um diese Daten zu nutzen. Spar mir deine Kommentare, Deja. Ich bin nicht in Stimmung. Konzentriere dich einfach nur auf die Entschlüsselung. Ja, Doktor. Dr. Halsey ging durch den antiseptisch weiß gekachelten Beobachtungsraum. Eine Wand des Zimmers war mit Terminals bedeckt. Sie reichten vom Boden bis zur Decke und zeichneten den Vitalstatus der Kinder. Der Testobjekte, korrigierte sie sich auf. Sie zeigten den Medikamentenzufluss und, mit blinkenden blauen, grünen und roten Lichtern, EKG, Pulsfrequenz und hunderte weiterer medizinischer Daten an. Auf der anderen Seite des Beobachtungsraums befanden sich Dutzende durchsichtiger Kuppeln, die als Fenster zu den darunterliegenden Operationsräumen dienten. Jeder Raum war von der Außenwelt abgeschirmt und mit den besten Chirurgen und Biotechnikern besetzt, die der Geheimdienst hatte auftreiben können. Man hatte die Räume gesäubert und umfangreich auf die giftigen biologischen Stoffe vorbereitet, die dort eintreffen würden. Fertig, verkündete Deja. Die Datei liegt für Sie bereit, Doktor. Dr. Halsey hielt inne. Dann setzte sie sich. Auf meine Brille damit, Deja. Ihre Brille tastete die Retina und Gehirnmuster ab. Dann verschwand die Sicherheitsbarriere um die Information. Mit einem Augenblinzeln öffnete sie die Datei. Darin stand: Expressübertragung des United Nations Space Command. 09872GH-98. Verschlüsselungscode rot. Öffentlicher Schlüssel. Datei: Exzidierter Zugang Omega. Von Admiral Isaonis Jeremy, leitender medizinischer Offizier, UNSC Forschungsstation Hopeful. An Dr. Catherine Halsey, zivile Sonderberaterin, zivile Identifikationsnummer 10141-026-SRB-4695. Betrifft abschwächende Faktoren und relative biologische Risiken in Verbindung mit angefragten experimentellen medizinischen Vorgängen. Klassifizierung vertraulich, BGX-Direktive. Dateistart. Catherine, leider haben weitere Analysen keine wesentlichen Alternativen ergeben, um die Risiken in deinem erwähnten hypothetischen Experiment zu reduzieren. Ich habe allerdings eine Zusammenfassung der Ergebnisse meines Teams beigefügt, sowie eine Studie der relevanten Fälle. Das wird dir vielleicht etwas nützen. Ich hoffe, es handelt sich tatsächlich um eine hypothetische Studie. Der Einsatz von Binobo-Schimpansen bei deinem Vorschlag ist bedenklich. Diese Tiere sind teuer und selten, da sie nicht mehr in Gefangenschaft gezüchtet werden. Es wäre falsch, solch wertvolle Exemplare für irgendein Projekt der Sektion 3 zu verschwenden. Alles Gute, gezeichnet YJ. Sie verzog das Gesicht, als er die kaum verhohlene Zurechtweisung in der Nachricht des Admirals feststellte. Er hatte sich mit ihrer Entscheidung, für den Navy-Geheimdienst zu arbeiten, nie abgefunden und machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung, wann immer seine Lieblingsschülerin Hopeful besuchte. Es war schwer genug, die Dinge, die sie jetzt anstrebte, moralisch zu rechtfertigen, und Jeremys Ablehnung machte es noch schwerer. Dr. Halsey biss die Zähne zusammen und widmete sich wieder dem Bericht. Zusammenfassung der chemiebiologischen Risiken. Warnung. Die folgenden Vorgänge sind gemäß der Richtlinien für Experimente der Stufe 3 vertraulich. Primatentestsubjekte müssen durch das Versorgungsamt des UNSC Codenummer OBF-34 genehmigt werden. Beachten Sie die Entsorgungsvorschriften für Gefahrstoffe der Kodierung Gamma. 1. Carbid-Keramik-Armierung. Fortschrittliche Beschichtung der Skelettstrukturen, um den Knochen faktisch unzerbrechlich zu machen. Von einer Beschichtung von mehr als 3% der Knochenmasse wird abgeraten, da dies zu einer starken Nekrose der weißen Blutkörperchen führt. Besondere Risiken für junge und jugendliche Testobjekte. Wachstumsschübe des Skeletts können zu irreparablen Knochenzertrümmerungen führen. Beachten Sie auch beiliegende Fallstudien. 2. Injektionen zur Steigerung der muskulären Masse. Proteinkomplexe werden intramuskulär injiziert, um die Gewebedichte zu erhöhen und die Erholungszeit nach Belastung zu senken. Risiko: 5% der Testobjekte erlitten eine tödliche Herzvergrößerung. 3. Katalytisches Schilddrüsenimplantat. Eine Platinkugel, die einen Katalysator für menschliche Wachstumshormone enthält, wird in die Schilddrüse eingesetzt, um das Wachstum von Knochen und Muskelgewebe zu fördern. Risiko: in seltenen Fällen
Elefantitis, unterdrückter Sexualtrieb. 4. Okulare Kapillarumkehrung, Verstärkung der Durchblutung von Strängen und Gewebe der Retina der Testobjekte. Sorgt für eine deutlich verbesserte Sicht. Risiko: Retina-Abstoßung und dauerhafte Erblindung. Beachten Sie auch beiliegende Autopsieberichte. 5. Supraleitende Fasern der Nervenstämme. Umstellung der bioelektrischen Nervenleitung auf abgesicherten elektronischen Transport. 300%ige Steigerung der Reflexe des Subjekts. Hinweise auf gesteigerte Intelligenz, verbessertes Erinnerungsvermögen und größere Kreativität. Risiko: häufiges Auftreten der Parkinson-Krankheit und des Fletcher-Syndroms. Datei Ende. Drücken Sie Eingabe, um die verlinkten Anhänge zu öffnen. Dr. Halsey schloss die Datei. Sie löschte alle Hinweise darauf und befahl Deja, sämtliche Wege der Datei bis nach Hopewell zurückzuverfolgen und Admiral Geronimos Notizen und Dateien, die sich auf diesen Zwischenfall bezogen, zu vernichten. Sie nahm ihre Brille ab und kniff sich in ihren Nasenrücken. Es tut mir leid, sagte Deja. Ich hatte ebenfalls auf neue Methoden gehofft, die zur Risikosenkung geeignet wären. Dr. Halsey seufzte. Ich habe Zweifel, Deja. Als wir das Spartaner-Projekt anfingen, hielt ich die Gründe für völlig überzeugend. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe die ONI-Vorhersagen zur Stabilität der äußeren Kolonien 3-mal überprüft, Doktor. Ihre Schlussfolgerungen sind korrekt. Ohne ein drastisches militärisches Eingreifen wird es innerhalb von 20 Jahren zu weitreichenden Rebellionen kommen. Und Sie kennen das drastische militärische Eingreifen, das den Kommandanten vorschwebt? Die Spartaner sind die einzige Möglichkeit, um schwere zivile Verluste zu vermeiden. Sie sind eine perfekte, auf chirurgische Operation ausgerichtete Einsatztruppe. Sie können einen Bürgerkrieg verhindern. Nur wenn sie überleben, um ihre Mission zu erfüllen, konterte Dr. Halsey. Wir sollten mit den Operationen warten. Wir müssen weiter forschen. Wir müssen die Zeit nutzen, um an Mjolnir zu arbeiten. Wir brauchen die Zeit, um... Es gibt einen anderen Grund zur Eile, sagte Deja. Ich mache Sie nur ungern darauf aufmerksam. Aber wenn der Navy-Geheimdienst eine Verzögerung seines Lieblingsprojektes bemerkt, wird man sie sicherlich durch jemand ersetzen, der... Nun... weniger Zweifel hat. Und bedauerlicherweise für die Kinder wäre es wahrscheinlich auch jemand mit niedrigerer Qualifikation. Ich hasse das. Dr. Halsey stand auf und ging zum Notausgang. Manchmal hasse ich dich, Deja. Sie verließ den Beobachtungsraum. Mendes wartete auf dem Gang auf sie. Kommen Sie mit, Chief, sagte sie. Er folgte ihr wortlos, als sie über die Treppe zum OP-Vorbereitungsraum des Krankenhauses ging. Sie betraten Zimmer 117. John lag im Bett. Ein Tropf führte zu einer Kanüle in seinem Arm. Sein Kopf war rasiert und sein ganzer Körper war mit Einschnittsmarkierungen bedeckt. Trotz dieser Einschränkungen bemerkte Dr. Halsey, dass er sich zu einem körperlichen spektakulären Exemplar entwickelt hatte. 14 Jahre war er alt und hatte bereits den Körper eines 18-jährigen olympischen Athleten und den Intellekt eines hervorragenden Absolventen der Navy Academy. Dr. Halsey zwang sich zu einem Lächeln. »Wie fühlst du dich?« »Mir geht es gut, Ma'am«, antwortete John benommen. »Die Schwester sagte, die Betäubung würde bald einsetzen. Ich kämpfe dagegen an, um zu sehen, wie lange ich wach bleiben kann.« Seine Augenlider flatterten. »Es ist nicht einfach.« John entdeckte Mendes, versuchte sich aufzurichten und zu salutieren, scheiterte jedoch. »Ich weiß, dass dies eine der Übungen des Chiefs ist, aber ich verstehe das Ziel nicht.« »Können Sie es mir verraten, Dr. Halsey?« »Nur dieses eine Mal? Wie gewinne ich?« Mendes sah weg. Dr. Halsey beugte sich über John, als er die Augen schloss und regelmäßig zu atmen begann. »Ich sage dir, wie du gewinnst, John«, flüsterte sie. »Du musst überleben.«